nach übermäßigem und unkontrolliertem Trinken von Urin musste sich Herr Karl, ein 89-jähriger Rentner aus Köln-Bahn, mehrfach übergeben. Er habe sich beim Zielen in den Mund von oben bis unten vollgespritzt und anschließend Gift und Galle gespuckt, so der inzwischen dort belegte Mann. Eine seiner Enkelinnen, die auf alternative Medizin schwört, habe ihm telefonisch diese natürliche Art der Selbstmedikation ans Herz gelegt, denn das würde helfen und ihn von seinem Rheuma langfristig befreien. Daraufhin habe er sich in die Toilette begeben und versucht, diesen Ratschlag zu befolgen, was aber mit einigen Schwierigkeiten und Verrenkungen verbunden war. Der dritte Nackenwirbel sei ihm dabei ausgekugelt und seine Brille in die Schüssel gefallen. Auch habe er das Gleichgewicht verloren, sei auf das Waschbecken geknallt und habe sich mehrere Rippen dabei gebrochen. Seine Enkelin hätte ihm doch sagen sollen, so der besudelnde Rentner, dass er ein Glas oder einen Becher hätte benutzen müssen. Der Vorfall sei ihm äußerst peinlich. Auch dass der Erststrahl eher giftig, der Drittstrahl bestenfalls äußerlich, zum Beispiel bei Haarausfallwirkung zeige und es nur um den heilsamen Mittelstrahl geht, hatte er falsch verstanden. Das Resttröpfchen dürfte in die Unterhose, sagte wohl die Enkelin, was er auch beherzigt habe. Insgesamt aber sei er zu alt für die herartige Experimente. Vielleicht müsste man auch daran glauben. Am Krankenbett zu seiner Zukunft gefragt, sagte der ledierte Rentner zu mir, er trinke weiter sein Glas Wein und glaube an Wiedergeburt. Am liebsten als Fisch. Da könnte bei einer möglichen Wiederholung eines solchen fürchterlichen Fauxpas nichts passieren.